Wenn du ein PC hast, musst du das unbedingt ausprobieren, Part 7. Das musst du unbedingt wissen. Es gibt nämlich einen zweiten Computer versteckt in deinem Computer. Drück Windows plus R und gib Optional Features ein. Such nach Windows Sandbox und mach den Haken rein. Starte jetzt dein PC neu und öffne den Windows Sandbox Modus über deine Suchleiste. Damit kannst du jede Software isoliert von deinem PC testen. Und der nächste Tipp ist sogar noch besser, also folg mir.